Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Aquarist. Ja, wir haben hier gerade für unsere Freundin das Aquarium fertiggestellt. Das sieht auch ganz schön aus. Die Skalare und die Goldfische fühlen sich auch wohl und vermehren sich gerade, sehe ich hier gerade. Wir hatten nämlich nur drei Stück und drei Stück drin, aber der Seeteufel und der Goldfisch, die fühlen sich schon ganz wohl so. Gut, gucken wir nochmal schnell raus. Oh, hier ist auch irgendwie nichts. Man kann leider nicht springen. Das ist schon cool so. Schön Licht durchflutet. Gut, unser Vater wartet unten auf uns. Wenn man hier runterkommt, ist halt auch immer die Sache. Was ist das? Hallo Sohn, ich sehe, du hast dich gut geschlagen und noch mehr Geld verdient. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. In der Zukunft, wenn du erwachsen bist, kannst du dein erstes Aquaristikgeschäft im Keller unter unserem Haus einrichten. Dort gibt es genügend Platz für mehrere Aquarien und Verkaufsregale. Es gibt nur ein kleines Problem. Es ist ein großes Chaos, weil ich dort lange nicht sauber gemacht habe. Wenn du denkst, du bist hier fertig, komm zu mir und wir gehen nach Hause. Okay. Und was ich fast vergessen hätte, ja, wir haben natürlich wieder eine, oder ich habe natürlich wieder eine Abstimmung gestartet, ob wir dieses Spiel eine Woche weiter spielen sollen. Diese Abstimmung endet dann morgen früh, müsste das sein, weil heute müsste theoretisch Sonntag sein. Endet morgen früh, ja, und dann werden wir sehen, ob wir das weiterspielen oder nicht. So, ich würde sagen, dann gehen wir mit nach Hause ein paar Jahre später. Warum machen wir dort nicht schon mal das Chaos? Also beenden wir nicht schon mal dort das Chaos? Oder beseitigen? So. Gespeichere. Drücke F, um die Leuchte einzuschalten und auszuschalten. Klicke mit der rechten Maustaste, um das wegzuwerfen. Oha. So, du bist endlich alt genug. Okay. Um deine Leidenschaft ernst zu nehmen und deinen ersten Laden zu öffnen. Eröffnen. Ich kann heute nicht lesen. Hier ist unser wunderbarer Keller. Das Aufräumen wird ein wenig Mühe erfordern, aber ich denke, du schaffst das. Leider funktioniert der Strom nicht mehr. Schade, das braucht man natürlich auch nicht in einem Aquaristik-Fachgeschäft, weil das funktioniert alles mit Luft und Liebe. Ich glaube, im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Okay, wenn ich weiter gelesen hätte, dann hätte ich das auch gelesen und dann hätte ich mich nicht so aufgeregt. Bring das in Ordnung und wir können sehen, wie es hier aussieht, bevor ich es vergesse. Hier ist ein wenig Geld für den Start deines Geschäfts. Ja, danke, das ist sehr nett. Okay. Ja, ich würde sagen, Vater war lange nicht mehr hier unten und hat sein Aquarium aus Versehen vergessen. Seine Aquarien vergessen. Schön hier. Übernimm den Auftrag. Es hört sich aber... Okay. Der Sicherungskasten ist defekt. Finde die Sicherung, um sie einzuschrauben und den Strom wiederherzustellen. Okay. In diesem Chaos sollen wir die Sicherung finden. Das ist der Sicherungskasten. Quick. Diese Musik. Ach, guck mal, nehmen wir doch den hier. Das ist fast wie bei Hausflipper. Im Laufe der Jahre hat sich hier viel Müll angesammelt. Achso, das ist, glaube ich, nicht Vater, der mit uns spricht, oder? Im Laufe der Jahre hat sich hier viel Müll angesammelt. Wenn der Laden in so einem Zustand ist, kannst du keine Kunden reinlassen. Kümmere dich darum. Dann beginnen wir mit der Einrichtung der Aquarien und bereiten den Laden für die Eröffnung vor. So. So, ich würde sagen, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Wie kann ich das denn speichern, das Spiel mit dem Gerät, das auf dem Tisch liegt? Speicher das Spiel mit dem Gerät, das auf dem Tisch liegt. Ist da? Klick, um das Spiel zu speichern. Guck mal, hier könnte ich das jetzt theoretisch auch überschreiben, aber wir nehmen mal das hier. Ja, heute ist der 19.8. Ja, und wir haben 11.28 Uhr. Früh am Morgen. Oha, guck mal, da geht's noch weiter. Klicke und halte den Müll, um ihn aufzuheben. Wirf den Müll mit dem Mülleimer. Echt jetzt? Das passt alles in den Mülleimer rein? Warte mal, wo ist denn der Mülleimer? Jetzt wäre ein Springen ganz gut. Wo ist der Mülleimer? Der da? Was ist das? Oh ja, tatsächlich. Brauchen wir auch nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Voll funktionstüchtiges Radkreuz. Brauchen wir nicht mehr. Voll funktionstüchtige Felgen. Brauchen wir nicht mehr.
Teile des Mülls sind wertvoll. Finde ihn und verkaufe ihn, indem du darauf klickst. Wie? Oha. Wie? Wie? Wenn du den Mob hältst, drücke und halte die linke Maustaste auf das Graffiti auf dem Schrank, um es zu entfernen. Reparierte Möbel können verkauft werden. Oh. Ach so. Mob. 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 Wo ist der Mob? Da ist der Mob. Okay. Wer hat denn da Graffiti draufgemalt? Bestimmt wir selber als kleiner Teenager. Das dauert aber relativ lange. So. Kaufe und nimm einen Farbroller, um die Farbe, mit der du die Wände streichen möchtest. Okay. Ich schmeiß das mal hier hin. So, was ist denn hier alles noch so Schönes, was wir nicht mehr gebrauchen können? Das brauchen wir nicht mehr. Aber das noch? Nein. Okay. To-Do-Liste. Die können wir verkaufen? Das kann ich gar nicht lesen. Verkaufen wir für 3 Dollar. So, warte mal. Natürlich, das Fahrradschild können wir auch nicht mehr gebrauchen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ach, noch ein Fahrradschild. Okay, das können wir auch nicht mehr gebrauchen. Zack, ab in den Müll damit. Ab in den Müll damit. Das braucht keiner. Ab in den Müll. So, verkaufen, verkaufen. So einen ausgefalteten Pappkarton braucht auch keiner. So. Einfach aber noch leer. Das ist gut. So. Na, wenn hier erstmal alles aufgeräumt ist, ne? Aber ich sag ja, wenn er das schon vor einigen Jahren gesagt hat, warum haben wir uns dann nicht schon darauf vorbereitet? Ich meine, ich wäre doch aufgeregt, wenn mein Vater mir sagt, ja, du darfst dein eigenes Aquaristik-Fachgeschäft führen. Und ich, vorher schon so ein begeisterter Aquarianer gewesen wäre. Und jedem helfe, oder wobei wir sind ja eigentlich eher so da reingerutscht, ne? Vielleicht wollten wir niemals ein Aquaristikgeschäft führen. Vielleicht wollten wir ein Fahrradfachgeschäft führen. Wer weiß denn das? Wir wurden da ja einfach so reingedrängt. Vielleicht wollten wir auch einen Imbiss aufmachen. Das weiß ja keiner. Nein, es hieß plötzlich, wir sollen ein Aquaristik-Fachgeschäft aufmachen. Okay. Das ist mühselig. Ich habe das Gefühl, die ganze Folge besteht nachher daraus, dass wir aufräumen. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm und allzu langweilig für euch. Weil, aber danach, das lohnt sich dann ja schon, ne? Also danach geht's ja richtig los. Weil danach können wir ja endlich unser Geschäft aufmachen. Und das ist ja das, worauf wir hinausgearbeitet haben. Anscheinend. Oh, hier können wir wieder ein bisschen Geld machen. Den G, um zu verkaufen. Das müssen wir noch reparieren. Und dann den Wischmopp nehmen. So, sauber machen. Ja, die Wände müssen wir auch gleich noch streichen. Das sehe ich auch schon. So, G verkaufen. Wo kommen denn die Regale her? Aha. Aus Flipper kriegt man wenigstens noch ein bisschen Geld für. Oder nee, da kriegt man auch kein Geld für Müll, ne? Stimmt. Aber da ist das ein bisschen einfacher gemacht mit dem... mit der Pistole da. So, also den Raum haben wir größtenteils schon mal aufgeräumt. Aber es gibt ja noch einen zweiten Raum. Wie kamst du wohl mit, bitte? Okay. So.
Wohin führt diese Tür? Nach nirgendwo. Okay. Die Tür können wir einfach verkaufen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Also wer braucht denn schon eine Tür? So. Geschlossen. Kann ich das nicht? Das stört mich ein bisschen. Ach so, das ist Müll. Ja gut, dann schmeißen wir es in den Müll. Es ist zu früh, um den Laden zu öffnen. Ja, aber hier ist ja schon mal ein bisschen aufgeräumt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir uns auf den, auf den nächsten Raum konzentrieren. Ach, der geht aber von der Größe. Okay, da habe ich mit mehr gerechnet. Ja, ist erstmal nur ein kleines Aquaristik-Fachgeschäft. Aber wenigstens haben wir hier, ne? Ein Waschbecken drinne. So. So. Und so. Ich glaube, dann haben wir aber auch gleich alles aufgeräumt, ne? Also besteht doch nicht die ganze Folge aus Ausräumen. Aufräumen, so rum. Auf Ausräumen. Auch gut. Aber dann müssen wir gleich auch noch ein bisschen Farbe an die Wand bringen. So wie ich das verstanden habe. Oh, da oben. Das ist ja mal fies. Das habe ich gleich gesehen. Mr. oder Mrs. Clean? Ja, ja. Genau so ist das. So, ich glaube, wir haben aufgeräumt. Kaufe und nimm einen Farbroller und die Farbe, mit der du die Wände streichen möchtest. Diese Musik. Malerrolle. Ich hätte gerne weiß an der Wand, aber das gibt's nicht. Dann machen wir blau. So. Und wo ist das jetzt? Ach, da. Schütte nicht aus. Eins. Boah. Echt jetzt? Kauf an das Bodenmuster. Bodenmuster. Hebe es auf den Blick auf den Boden. Alter. Das dauert ja ewig. Lol. Können wir verkaufen? Können wir verkaufen. Übernimm den Auftrag. Okay. Ja, ist wunderschön. Kauf ein neues Bodenmuster. Ich würde das hier nehmen, glaube ich. Fußbodenmaterial. So, dann klicke auf den Boden, um es zu ändern. Damit könntest du auf den Boden klicken, um sein Aussehen zu ändern. Klicke mit der rechten Maustaste, um es wegzuwerfen. Achso. Ja. Aber wieso? Achso. Oh, das ist schick. Aber ich hätte gerne weiß an den Wänden. Warum kann ich das denn nicht machen? Das nehmen wir auch drüben, ne, würde ich sagen. Ah, wobei. Kann ich das mal verkaufen? Nein, natürlich nicht. Kann ich auch nicht wegwerfen. Gut, dann machen wir das doch hier hin. Ich wollte jetzt hier drüben vielleicht was anderes machen, aber nein. Kaufe Dekoration für dein Geschäft und baue sie auf. Wir haben nur eine Dekoration und das ist diese wunderschöne Palme. Die stellen wir auch mal hier hin. Hier ist die, glaube ich, ganz gut. Kaufe ein neues Muster für die Wand. Hebe es auf und klicke es an die Wand, um das Muster zu ändern. Aha. Genau das ist das, was ich gesucht habe. Aha.
Tausche mehr Materialien an den Wänden aus. Streiche die Wände 2 von 4. Okay. Warte mal, das kriegen wir hin. So. So. Vielleicht hier auch noch. Und hier noch. Vielleicht auch noch. Ist ein bisschen doof gemacht hier tatsächlich. Okay. Ja, okay. Streiche die Wände. 2 von 4. 2. Machen wir das mal blau. Das hier blau. Und das. Weil blau, habe ich gedacht, passt ganz gut, ne, zur Aquaristik und so. Das. Die Farbe wird auch nicht leer, glaube ich, ne? Kann das sein? Jetzt sieht der Laden viel besser aus. In deiner Freizeit kannst du ihn fertig sauber machen, aber jetzt ist es an der Zeit, sich um die Aquarien zu kümmern. Okay. Jetzt steht er wieder da drin, sehr gut. Klicke auf den Auftrag über den Klicke auf den Auftrag, der über dem Schreibtisch hängt, um die Aufgabe anzunehmen. So kannst du jederzeit Geld verdienen. Auftrag nicht abgeschlossen. Von nun an gehen Items direkt in dein Inventar und ihr Überschuss landet auf dem Tisch. Kaufen sie einen Schwamm. Ups. Kaufe. Das hier können wir auch hier irgendwie in die Ecke stellen. Na gut. So. Machen wir das schön sauber. Sehr schön. Super. So, die Seite machen wir auch schön sauber. Wunderschön. Klasse. Reinige Aquarienscheiben mit einem Schwamm, um den Auftrag abzuschließen. Das war alles? Nur das Aquarium sauber machen? Dafür würde ich doch kein Geld ausgeben, um es jemanden Fremden machen zu lassen. So. Auftrag zu beenden. Neues Level, Level 5. Oh, die ist hübsch, die Wasserpflanze. Hintergrund, oh, der ist auch hübsch. Oh, die Hintergründe sind aber teilweise schon echt gut. So, bring eines der vernachlässigten Aquarien auf den Arbeitstisch. Kann ich das übrigens hier hinlegen? Das stört mich ein bisschen. So. Um dies zu tun, muss das Aquarium auf dem den Arbeitstisch stehen. Das kann man auch nicht hier machen, ne? So, was ist das? Klicke hier, um auf den, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Wie war denn das noch? Am Kauf erhält, zum Kauf erhältlich, okay. Halte die rechte Maustaste gedrückt und klicke dann auf die linke Maustaste, um das Aquarium aufzunehmen. Ah. Okay. Drücke J, um das Aufgabenpanel zu schließen. Bringe neue Erde ins Aquarium. Platziere Lampen im Aquarium. Schalte die Heizung ein. Schalte den Filter ein. Platziere den Hintergrund an der Wand des Aquariums. Schaffe gute Bedingungen für Süßwasserfische. Reinige alle Scheiben. Die Scheiben wollte ich jetzt gerne reinigen. Und zwar hier. Ist das richtig verdreckt, ne? So verdreckt war ja nicht mal das Aquarium von meinem Vater. So, hier noch. Ich glaube, ich würde aber auch gerne komplett neues Wasser reinmachen. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier schon unten steht. Also, Vater ist ja nicht so der Fan von sauberen Aquarien anscheinend. So. Wir brauchen einen Eimer. Der ist wo gelandet? Auch nicht. Wo ist der Eimer?
So? Eine saure Fossilhunter, Geschenk von einem Freund. Hey, hallo, ich bin Paläontologe und habe gehört, dass du deinen ersten Aquarienladen eröffnet hast. Ich weiß, wie es ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen, also habe ich ein kleines Geschenk für dich. Dekorationen in Form eines Skeletts, einer neuen und neue Pflanzen sind sicherlich nützlich, um ihre Aquarien weiter zu diversifizieren. Ich hoffe, sie finden sie nützlich. Wenn sie sehen möchten, wie meine Arbeit aussieht, kommen sie gerne zu mir, um Dinosaurier-Fossil-Hunter zu spielen. Und wir suchen gemeinsam nach Dinosaurierknochen. Okay. Gespeichere. Aber ich habe doch gerade einen Eimer gekauft, oder nicht? Wo ist dieser Eimer hin? Ist der Mischmopp eigentlich immer noch da drin? Jo. Okay. Nee, also. Ach, der ist in meinem. Okay. Okay, der ist in meinem Inventar, das wusste ich nicht. Den Schlauch, der ist auch jetzt in meinem Inventar, sonst war der immer irgendwo. Ja, das war sehr gerne. Ach, okay, so. Alles klar. Achso, da sind noch Fische drin, ne? Vielleicht sollte ich die auch erstmal rausnehmen. Ich brauche ein Netz. Das Netz haben wir auch gleich ausgerüstet. So. Zack. Arme kleine Fischis. Zack. So. Packen wir hier mit hin. Und dann würde ich sagen, lassen wir noch mehr Wasser raus. Das auch in den Mülleimer schütten? Nur mal so? Nein, geht nicht. Okay, schade. Kann ich das hier reinschütten? Nein, auch nicht. Okay. Achso, so rum war das. So. Sehr schön. Haben wir das auch. Okay, den Schlauch nehmen wir mal wieder ab. Der kann hier auch hin. So ein Regal wäre ganz gut, ne? Kann ich hingehen? Dann. Ach so. Das war jetzt nicht mein Plan, aber okay. Ja. Ich würde sagen, den ganzen Kladderadatsch nehmen wir mal raus. Erstmal, kann ich das irgendwo hinpacken? Kann ich das? Weißt du was? Ich schmeiß das einfach weg. Ich möchte das Aquarium komplett neu einrichten. Wer weiß, was er hier schon mitgemacht hat. Vielleicht lebt das ja auch alles gar nicht mehr. Doch, die Pflanzen sehen eigentlich noch ziemlich gut aus. Ah. Ich kann auch einfach G drücken. Ach so, und dann kann ich das auch verkaufen. Das ist ja mal praktisch zu wissen. Eine Schaufel haben wir noch nicht. Schaufel. Zwei. Sehr schön. Dann suchen wir uns mal einen schönen Sand aus. Welchen nehmen wir denn? Sack mit Erde. Der hier ist doch mal was Schickes, oder? Nimm doch mal. Kaufen wir mal. Zack. Zack. Und noch eine letzte Schaufel. Sehr schön. Ich würde sagen, ja, das erzählen wir mal hier so mit hin. Die Sache ist halt, das kann man ja trotzdem noch gebrauchen. Das ist es ja nicht. So, wir brauchen einen Filter. Lampen. Zwei. Nehmen wir zwei Stück, würde ich sagen.
So, blau. Machen wir natürlich wieder weiß und volle Pulle an. So, in weiß, volle Pulle an und anschalten. So, dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch einen Filter. Aber warte mal, vielleicht sollten wir vorher erstmal. Wo ist denn der Eimer? Da. Ich mach vorher mal das Wasser rein, damit ich sehen kann, wo dann die Wasserlinie ist, um den Filter dann zu starten. Sieht gleich viel ordentlicher aus, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt nötig war, da komplett neues Wasser reinzumachen. Aber ich mach das einfach mal. Ich denke, das alte Wasser, das wird ja abgestanden sein, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie das gieße Wasser ins Aquarium. Okay. Ich weiß halt nicht, wie das Spiel das sieht. So. Ein Thermometer sollen wir platzieren. Eimer, was machst du da? Was macht der Eimer da? Aha. Aha. So, eine Heizung, Thermometer. Ich würde sagen, wir nehmen hier das ganz normale. Wir erzeugen keine eigene Körperwärme, also haltet dein Aquarium auf die richtige Temperatur. Sieht aus, als wenn das hier irgendwie zusammengeklebt wurde. Aber nee, ist das glaube ich nicht. Das ist so dieser Standardheizer, ne? Nehmen wir den trotzdem wieder. Achso, und einen Filter brauchen wir. Ja. Was ist das für einer? Der wichtigste Faktor in den besten Aquarienfiltern ist, den besten Aquariumfilter zu haben. Ich denke mal, wir brauchen schon den großen Sachen, großes Aquarium. Das machen wir wieder schön hier hin. So, dann starten wir das nämlich. Zack, aktivieren. Thermometer. Nee, aktivieren. Und dann machen wir schon gleich mal auf 25 oder 24 Grad. Platziere Hintergrund. Da nehmen wir doch mal den hier. Den fand ich ganz cool. Nee. Ich würde gerne das auswählen und dann würde ich gerne die Wand auswählen. Genau so. Oh, schick. Schon cool. Schaffe gute Bedingungen für Süßwasserfische. Okay, alles klar. Also, das heißt, da müssen wir ganz viele Dekorationen dort reinwerfen. Steinchen unter anderem. Guck mal, den hier finde ich ganz hübsch. Den kann man ganz bestimmt ganz gut nehmen. Und den hier. Felsen. So. So. Und sowas. 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 Und das ist jetzt alles wo? Hier, okay. Zwei. Das hätte ich gerne andersrum. So, genau. Und hätte ich gerne tatsächlich auch einen Ticken größer. Wird in den Boden gelegt, okay. Sehr schön. Gut. Oh, wie cool, stimmt, das könnte man so machen, ne? Ja, interessant. Okay. Bin ich hier gerade hoch konzentriert. So, da hinten wollte ich nämlich ein paar Pflanzen reinmachen. Ich würde sagen, wir nehmen das hier noch mal ein bisschen an. So, warte mal, 5, zack, 4, zack, 3, zack, 2, zack. Ich denke, das war's jetzt.
So. So. Den würde ich, glaube ich, gerne so platzieren. Den größer machen. So vielleicht. Nicht allzu groß machen, aber wie gesagt, das ist halt, sieht halt nicht so schön aus, wenn Aquarium nicht so, ja, voll sind, ne? Finde ich immer zumindest. Sieht immer schöner aus, wenn das schön vollgestellt ist. So, dann haben wir jetzt hier, brauchen wir Süßwasser. Genau, die brauchen wir. Also das ist hier aus dem Dings, ne? Aus dem DLC, oder ja, nicht DLC, aber das, was wir gerade bekommen haben. So. Davon brauchen wir auch ein paar mehr. Davon nehmen wir zwei mit. Davon nehmen wir zwei mit. Die haben wir, glaube ich, gekauft. Davon nehmen wir auch ein paar mehr. Die ist auch ganz hübsch, aber da mache ich nur eine von rein. Was ist das? Aha. Calamitis ist eine Gattung ausgestorbener baumartiger Stachelpalmen. Stachelhalme, mit denen die modernen Schachtelhalme eng verwandt sind. Im Gegensatz zu ihrer krautigen modernen Verwandten waren die Pflanzen mittelgroße Bäume, die 30 bis 50 Meter hoch wurden. Sie waren Bestandteile des Unterwuchses von Kohlsümpfen der Karbonzeit vor etwa 360 bis 300 Millionen Jahren. Der Gegenstand stammt aus dem Spiel Dinosaurier Fossil Hunter. Okay. Ob ich den eigentlich ganz cool finde, aber lassen wir mal. So, eins. Oh ja, guck mal, die kann man hier schön hinmachen. Das sieht ganz gut aus. Hier. Mal ein bisschen größer hin. Hier wollte ich sowas hinmachen. Mit Glas. So. So. Und sechs. So, das sieht jetzt schon ganz gut aus. Aber wie gesagt, das sieht immer schöner aus, wenn man das richtig schön voll pflanzt, das Aquarium. Außerdem ist es auch besser für die Wasserqualität tatsächlich. Nein, es ist nicht so, dass ich irgendwie ein bisschen Ahnung davon hätte. Nein, tatsächlich habe ich selber ein Aquarium. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein richtiger Nerd, was das angeht, aber man beliest sich ja schon, ne? Sagen wir es mal so. Will da hinten irgendwas drin haben? Hier. Aber hier passt nichts hin. Das ist auch eher so eine Hintergrundpflanze, ne? Die wird schön groß nachher. Aber noch ist sie klein. Also platzieren wir sie hier hinein. Braucht auch so viel Platz. So. So, jetzt haben wir keine Pflanzen mehr. Zack, zwei, zack, 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 zack. So, es geht halt leider nur bis sechs. Ich glaube, ich gerne hier. So. Ein bisschen kleiner machen, tatsächlich. Auch gut. Kann ich hier hinter noch irgendwie was pflanzen? Groß werden sie nachher von alleine, das ist nicht das Problem.
Doppelt besser. So. 5. Ja. Haben wir hier noch irgendwo eine Pflanze, die passt? Warte mal, das gucken wir mal. Wir müssen doch bestimmt irgendwas haben, was so ein einzelner Stängel ist. Das ist kein einzelner Stängel. Auch nicht. Na gut, ich denke, das ist schon ganz gut so. Schaffe gute Bedingungen für Süßwasserfische. Dafür würde ich sagen, das machen wir erstmal nächste Folge. Oh, das ist richtig teuer geworden. Aber ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich sage tschüss.